und hallo ihr Lieben. Ja, da bin ich wieder frisch zurück aus Mexiko und ich freue mich sehr über die heutige Kategorie, denn ich habe sie sehr, sehr lange nicht mehr gemacht. Es ist eigentlich die klassische Beauty Empties oder wie der Deutsche sagt, Produkte, die ich immer nachkaufen würde. Das sind, und das ist wirklich ein bisschen skurril, ne? Ich habe nämlich so eine ganze Schale bei mir im Badezimmer mit leeren Produkten, also Sachen, die ich nachkaufen würde. Und die ich euch heute vorstelle und die ich nicht aus meinem Gedächtnis verlieren wollte. Und deshalb habe ich sie im Badezimmer. Meine Tochter hat mich schon zwei, dreimal gefragt, Mama, das ist leer, kann ich das wegschmeißen? Nein, kannst du nicht, ich muss das noch vorstellen. Also, das ist heute unsere Kategorie. Ich freue mich sehr, Mädels. Es ist Sonntag, es ist Mina-Time, wir nehmen uns ein Käffchen. Los geht's. Das erste Produkt ist aus dem Hause Dermalogica und ihr wisst, ich liebe Dermalogica eigentlich schon seitdem ich glaube, das erste Video, was ich je gemacht habe, da war Dermalogica dabei. Und auch Dermalogica hat so eine kleine Reise, was ihre Produkte betrifft, mitgemacht. Unter anderem sind mittlerweile alle ihre Produkte vegan. Früher war das, glaube ich, so 95%, da war das eine oder andere noch nicht vegan. Jetzt sind alle Produkte vegan. Das hatte ich bei meinem letzten Video, glaube ich, noch nicht so ganz in den Vordergrund gestellt. Deshalb habe ich das hier mitgetan. Und bei Dermalogica war es wirklich sehr, sehr schwierig, etwas zu finden, was mir nicht gut gefallen hat. Und deshalb habe ich sehr, sehr lange darüber nachgedacht, worauf, wenn man mich zwingen würde, nur noch ein oder zwei Produkte von Dermalogica zu benutzen, welche wären das? Und da haben wir vor allen Dingen eins, was viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Vielleicht auch, weil ich selber auch ein Hyaluronserum rausgebracht habe. Aber das ist deren Circular Hydration Serum. Das ist ein sensationelles Hyaluronserum und ich bin wirklich Fan der ersten Stunde gewesen, denn es waren eine der ersten, die sowohl niedermolekulare als auch hochmolekulare Hyaluronsäure in ihrem Hyaluronserum verwendet haben. Was ist nochmal richtig Hyaluronsäure und vor allen Dingen, wie wird es richtig angenommen? Hyaluronsäure ist in der Lage, ein Tausendfaches seines eigenen Gewichts zu binden. Aber ganz wichtig, sage ich auch immer wieder gerne bei Hyaluronserum, es braucht Wasser, um Wasser zu binden. Das heißt, bei nicht nur diesem Hyaluronserum, sondern grundsätzlich allem Hyaluronseren oder auch anderen Produkten, Cremes und so weiter, bitte vorher die Haut befeuchten. Also Dermalogica hat sogar ein eigenes Serum, ein Ceramide-Serum, was ich auch ganz toll finde. Aber jede andere Feuchtigkeit oder gar kein Mist oder was, sondern einfach, wenn ihr euch das Gesicht gewaschen habt, das nicht abtrocknen, sondern in diesem nassen Zustand dann ein Hyaluronserum drauf machen. Die Niedermolekularen hat eine vergleichsweise kleine Molekülgröße und die Idee dahinter ist, dass es die Haut eben leichter penetriert und dort eben ein Feuchtigkeit und vor allen Dingen ein Langzeitdepot anlegt. Und die Hochmolekularen ist etwas, was eher für die Oberfläche der Haut gedacht ist. Aufgrund seiner großen Molekülgröße dringt es eben nicht in die Haut ein, verbleibt auf der Hautoberfläche, aber tut dort ganz viel. Kümmert sich um die Hautschutzbarriere, es repariert sie, es schützt vor dem transdermalen Wasserverlust, also dass du eben zu viel Feuchtigkeit verlierst, dass die Haut atmet und dass da so ein Austausch ist und ein Verlust stattfindet, ist völlig normal und von der Natur auch so vorgesehen. Aber dieser übermäßige Wasserverlust, der ist eben nicht wünschenswert und führt dazu, dass du eben eine viel zu trockene Haut hast. Wir haben hier noch Milchsäurebakterien, eine sehr leichte und sehr gut verträgliche AHA, also Alpha-Hydroxy-Acid-Säure, die ganz, ganz leicht die obersten Hautschüppchen entfernt, also ein ganz leichtes Peeling ist und so insofern auch wirklich gut geeignet ist für ganz, 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 ganz empfindliche Haut, schenkt aber auch nochmal Feuchtigkeit. Und Haferkernextrakt, die Bestandteile im Hafer sind zum Beispiel Beta-Glucan, sehr hautberuhigend, Omega-3 und 6, antioxidativ. Und wir haben Lipide, die wiederum, also aus dem Hafer extrahiert, die sehr, sehr feuchtigkeitsspendend sind. Wir haben hier noch die rote Alge drin und die repariert die Hautschutzbarriere und legt auch nochmal so einen schützenden Film über die Hautoberfläche, auch nochmal, um eben die Hautschutzbarriere, die man repariert hat, auch nochmal zu schützen. Es ist ein ganz, ganz tolles Serum, das kannst du sowohl morgens als auch abends verwenden. Was ich aber vor allen Dingen gerne mache, ist, ich mische das eigentlich in allem, wo ich nochmal so einen Feuchtigkeitskick brauche. Du kannst es alleine verwenden, aber ich mache es gerne in meine Creme noch mit rein, um eben diesen extra Feuchtigkeitskick noch mitzugeben. Ich liebe das Serum und ist definitiv von den Produkten von Dermalogica das, worauf ich am allerwenigsten verzichten kann. Kommen wir zum nächsten. Das nächste Produkt von Dermalogica ist eben auch ein relativ neues Produkt. Ich glaube, das ist der neueste Neuzugang von denen. Das ist das Pro-Collagen Banking Serum.
Und damit haben wir auch schon für mich die zwei wichtigsten Faktoren, die ich auf meiner Anti-Aging-Reise brauche, nämlich Hyaluron und Kollagen. Kolla steht im Griechischen für Leim und das ist auch ganz richtig, denn es ist ein Protein, also Kollagen, was wir überall im Körper haben, in Bändern, in Sehnen etc. Es sorgt in der Haut, im Auge, es sorgt als Leim dafür, dass alles elastisch ist. Es sorgt dafür, dass die Haut elastisch ist, dass wir eben keine Fältchen haben. Die Kollagenproduktion, sage ich auch immer wieder, lässt leider im Alter nach. Wir können aber ganz viel dafür tun und deshalb nennt man das Banking Serum, weil du eben auf die Bank einzahlst, die sich eher später auszahlen wird. Also du verlangsamst den Kollagenabbau, du initiierst praktisch eine Kollagenneusynthese mit den Ingredienzen, die wir hier oder mit den Inhaltsstoffen, die wir hier enthalten haben, was unter anderem Arginin ist und Arginin verhindert praktisch die also die Verzuckerung der Gewebefasern. Also es ist mehr so ein präventives Produkt, wenn du so willst. Es versucht eben das vorhandene Kollagen, was wir im Körper noch haben, zu schützen und eben auch den Körper zu animieren, seine eigene Kollagenproduktion schneller wieder anzukurbeln, als es das ja natürlicherweise machen würde. Aber vor allen Dingen schützt es unser vorhandenes Kollagen. Es hat einen wilden Indigo-Extrakt, das reduziert das Cortisol-Level, also dieses Stress-Level. Also was führt eigentlich zu vorzeitigem Kollagenabbau? Verschiedene Faktoren, Umweltfaktoren, aber auch Alkohol und so weiter. All das führt dazu, dass eben die Gewebefasern verzuckern und das führt dazu, dass du eben schlaffe Haut hast, dass du kleine Fältchen hast etc. Ganz, ganz tolles Produkt. Wir haben noch als letztes Nelkenblütenextrakt und das stimuliert auch nochmal die Kollagenproduktion des Kollagentyps 3. Es ist ein ganz super Produkt, was ich jeden Tag mittlerweile in meine Routine integriere. Als präventives Mittel praktisch. Ganz, ganz toll. Kommen wir zum nächsten. Unbestritten kann ich auf eine Sache definitiv nicht verzichten und zwar ist es mein Tretinoin. Ich beziehe mein Tretinoin von Formel Skin. Formel Skin ist für mich eigentlich eine Offenbarung gewesen, als es endlich nach Deutschland gekommen ist, beziehungsweise als es endlich zugelassen wurde 2018, also als die Telemedizin endlich zugelassen wurde. Das heißt, dass du eben nicht jemanden bei dir in deiner Praxis sitzen haben musst, sondern dass du das per Videokonferenz oder per, ja, über Screen praktisch vollziehen kannst. Dass du aber, dass das nicht weniger professionell ist als der klassische Gang zum Dermatologen. Was ist also Formel Skin? Formel Skin wurde übrigens von einer sehr attraktiven Ärztin, Dr. Sarah Bechstein, ins Leben gerufen. Und wie so häufig sind die tollsten Erfindungen von Gründern und häufig auch Gründerinnen ins Leben gerufen worden, die eben selber unter, und in dem Fall war das bei Sarah der Fall, unter ganz doller jugendlicher Akne geleitet haben. Aber auch später, glaube ich, als sie ihre Pille abgesetzt hat, hat sie und gerade in der Assistenzausbildung, hat sie wieder mit Problemen zu kämpfen gehabt. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn du in der Dermatologie bist und du bist full-blown Akne, dass das irgendwie keine tolle Visitenkarte ist. Und dann hat sie eben, ich glaube, von ihrer Vorgesetzten oder sowas, so eine ganz spezielle Formel für sie selber angereichert bekommen. Und da ist, glaube ich, die Idee entstanden, okay, wie wäre das, wenn ich auch auf ganz individuell auf den Bedürfnissen der jeweiligen Patienten denen ihre eigene Formel zusammenstellen könnte. Und das ist im Prinzip das Konzept von Formel Skin. Ich gehe da mal mit euch einmal durch. Ihr geht einmal auf deren Seite und da gibt es einen Hautanalyse-Check. Ne? Und das ist im Prinzip wie wenn ihr bei einem Arzt seid und ihr sitzt im Wartezimmer und dann müsst ihr erstmal das Generelle ausfüllen. Schritt 1 wird gefragt, okay, was ist eigentlich eure Problem? Akne, Unreinheiten, Rosazea, feine Linien oder Fältchen, Melasma, Hyperpigmentierung, Neurodermitis oder sogar periorale Dermatitis. Dann wird gefragt, welche Symptome du hast. Ne? Also resultiert daraus eher die Falten oder die Linien, wie auch immer, Pigmentflecken oder ein unebenes Hautbild, hast du vergrößerte Poren oder eine müde, fahle Haut, da klickst du dann wieder weiter und dann geht es weiter, wie lange wünschst du dir schon eine Verbesserung der Haut, weniger als ein Jahr, 1 bis 2 Jahre, alle 2 Jahre, also na, Schritt für Schritt führt euch dieses System da durch. Wichtig ist auch, ein Foto hochzuladen, das ist nicht nur wichtig für deren Behandlungsplan, sondern eben auch für dich selber, um den Fortschritt zu sehen. Und es ist tatsächlich nun mal so, das ist der Goldstandard. Du bekommst dann
am Ende deine Diagnose. Du bekommst auf der Basis deines Bedürfnisses eben eine Formulierung zusammengestellt. Was ich wirklich toll finde, ist, du hast einen 24-Stunden-Service. Du hast deine Ärztin, die dir zugeteilt ist, oder deinen Arzt, den du fragen kannst, wenn du Probleme hast, wenn du sagst, hey, ich habe noch eine andere Creme, die würde ich gerne dazu nehmen. Oder wie ist das, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, 6 Wochen in Urlaub fahre oder du schickst ihr ein Foto. Ich hatte das eine Zeit lang, hatte ich mal, am Ende ist es nicht das Tretinoin gewesen, sondern weil ich so viele verschiedene Produkte irgendwie durcheinander probiere, dass meine Haut so ein bisschen reagiert hat. Aber dann haben wir das beim nächsten Mal wieder ein bisschen angepasst, die Dosierung. Ich habe ein bisschen mehr pflegende Wirkstoffe dazu bekommen. Also es ist ein Rundum-Paket. Du wirst ganz toll betreut. Und wie gesagt, bei jeder Frage, die du hast, schickst du das einfach an deinen Ansprechpartner. Und sie kümmern sich darum. Wichtig ist trotzdem bei Tretinoin, bitte immer, 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 immer auf ausreichend Sonnenschutz achten. Minimum ist 30, noch besser wäre 50. 100 bringt gar nichts. Ich sag's auch immer wieder, da ist nicht mehr, ist mehr. 50er Sonnenschutz von einer guten Firma mit guten Sonnenschutzfiltern, da habe ich euch ja auch schon mal was zu gesagt, ist wirklich wichtig. Langsam beginnen, aber auch das wird man euch sagen, zu gucken, wie die Haut reagiert, langsam einschleichen lassen sozusagen, das Tretinoin, und ihr seid auf der sicheren Seite. Ihr dürft auch da wirklich keine Wunder nach 2 Wochen erwarten, das ist ein langsamer Prozess. Tretinoin, sage ich auch immer wieder, ist ein Marathon, kein Sprint. Es braucht wirklich ein bisschen Zeit. Und deshalb ist es auch wichtig, dass ihr die Fotos macht. Nicht nur für die Behandlung, sondern auch für euch selber. So, das war Formel Skin, ohne die, beziehungsweise das Tretinoin, ohne die ich nicht leben kann. Vielen Dank, Sarah, für die Erfindung dieses ganz tollen Konzeptes. Jetzt kommen wir zum nächsten. Beim nächsten Produkt war das ein bisschen schwierig, weil ich glaube, einer der ersten war, die euch die auch vorgestellt haben, nämlich Yepoda. Yepoda hat im Prinzip die koreanische Kosmetik nach Deutschland gebracht, wenn ihr mich fragt. Aber die Ideen gesammelt haben sie aus Korea, aber produziert wird es hier in Deutschland. Und ich sage euch einfach mal meine Favorites, weil es ist wirklich so, dass ich ohne Yepoda im Allgemeinen gar nicht leben kann. Und wenn mich Leute fragen, was kannst du mir empfehlen, auch gerade bei ganz spezifischen Hautproblemen wie Akne und so weiter, auch junge Leute mit ganz empfindlicher Haut, ist das erste Mittel der Wahl für mich eigentlich Yepoda. Und eines der ersten Mists, in die ich mich verliebt habe, war eben von Yepoda, das ist The Mist Have. Das hatte ich damals mit in meinem allerersten Mexiko-Urlaub. Und da habe ich letztens wieder so gelacht, weil ich weiß, dass ich das immer so in meiner Strandtasche hatte. Ich habe es immer in der Minibar im Hotel aufbewahrt. Dann habe ich es mir in meine Strandtasche gemacht und es ist ganz, ganz toll. Es ist ein Hyaluronspray. Es hat aber auch noch Aloe Vera, was auch noch mal ganz viel Feuchtigkeit spendet. Es hat Ginseng, was auch dafür bekannt ist, viel Feuchtigkeit zu spenden und die Haut auch noch mal zu glätten. Lavendel, und das ist toll, gerade, also Lavendel ist ja für seine beruhigende Wirkung bekannt, und Lavendel ist natürlich super, wenn das stresst die Haut, ne? Wenn sie ein Überangebot, sag ich mal, an UV-Strahlen hat, gerade wenn du aus so einem UV-strahlenarmen Land wie Deutschland kommst, sondern bist du auf einmal 3 Wochen am Stück von morgens bis abends draußen, das ist sie nicht gewohnt, das stresst sie ein bisschen. Lavendel beruhigt eben ganz toll. Und grüner Tee ist super antioxidativ, schützt nochmal die Haut vor UV-Strahlen, was, wie gesagt, wenn du in der Sonne bist, ganz toll bist, aber auch so, schützt nochmal vor freien Radikalen und was die Haut irgendwie so stressen könnte. Es bekämpft Akne, es ist ein ganz, ganz tolles Spray, bitte gut schütteln, damit sich die Komponenten gut miteinander vereinen, wenn ihr das benutzt. Das ist auch was ihr vor einem Hyaluronserum ganz toll auf euer Gesicht auftragen könnt. Das ist einer meiner Lieblinge. Ich liebe auch der Neuzugang The Sea Boost, das habe ich euch letztes Mal vorgestellt. Es hat ein ganz, ganz tolles, sehr stabiles Vitamin C. Vitamin C ist immer ganz, schwierig gut zu formulieren, weil es sehr instabil ist. Und es ist aber ein ganz, ganz tolles Produkt, was ich natürlich noch nicht lange im Gebrauch habe, aber was ich jetzt schon verehre. Und definitiv auch einer, und das ist etwas, was meine Tochter auch super gerne benutzt und was ich als einer, also diese Doppelreinigung im Prinzip ganz toll finde, aber ganz besonders diesen Schaum liebe ich. Er ist sehr leicht, er ist sehr gründlich, er trocknet deine Haut nicht aus. Im Gegenteil, es ist sogar pH-hautneutral. Es hat einen ganz kleinen Zusatz von Salicylsäure, das heißt, es
ist auch noch ein ganz kleiner Peeling-Effekt und deshalb ist es auch so sensationell, weil normalerweise Sachen, wo du so Säuren drin hast, kann es manchmal passieren, dass es dir die Haut ein bisschen austrocknet. Hier überhaupt nicht. Ich glaube, das ist meine 7. oder 8. Flasche und jedem, den ich diesen Schaum oder diesen Reinigungsschaum bisher empfohlen habe, findet ihn auch genauso toll, weil er eben dir auch das Make-up restlos entfernt, ohne dass du da nochmal, ich merke das ja manchmal, weil ich mit dem Wattebausch nochmal drüber gehe, wenn ich meine Glykolsäure von The Ordinary, kennt ihr ja, nochmal da drüber mache, dann sehe ich ja, ob da noch was ist. Absolut gar nicht. Das liebe ich, gemeinsam mit dem The Calm Balm. Aber worüber ich auch wirklich nicht genug spreche, und die habe ich nicht mehr hier, ist The Make My Day Cream. Die Make My Day Cream ist wirklich ganz toll. Centella Asiatica ist die Basis, eine sehr, sehr leichte Creme. Auch die nimmt meine Tochter. Meine Tochter neigt zu ganz, also Sam hat ganz viel, na, nicht viel. Aber sie hat so tatsächlich in diesen T-Zonenbereich hier, Kinn, ganz viel Stirn, um die Nase herum, eben diese Akne. Und sie braucht etwas, was ihr hilft, aber was ihre Haut nicht zusätzlich irritiert. Und sie ist leider sehr leicht irritiert. Übrigens nicht nur ihre Haut im Moment, aber das nur nebenbei. Centella Asiatica, der Tigergras ist zum Beispiel etwas, was eine ganz riesen Bandbreite an Vorteilen hat. Nicht zuletzt ist es antioxidativ, nicht zuletzt ist es wundheilungsfördernd, antientzündlich, es beruhigt aber auch die Haut ganz toll und es bewahrt vor Feuchtigkeitsverlust. Wir haben hier noch Shea Butter enthalten in der Make My Day Cream, was nochmal viel Feuchtigkeit schenkt und auch nochmal die Hautschutzbarriere repariert. Kamelinöl und Jojobaöl auch nochmal sehr feuchtigkeitsspendend, auch nochmal sehr hautberuhigend. Das ist wirklich eine Creme, wenn ihr jemanden habt oder wenn ihr selber so seid, die ganz doll auf Cremes reagieren und vor allen Dingen ihre Haut beruhigen möchten und Feuchtigkeit schenken möchten, das ist die erste Creme eurer Wahl. Die ist ganz, ganz toll. Und ich weiß gar nicht, warum ich davon nicht öfter spreche, weil ich selber gebe sie an jeden zweiten weiter, weil ich weiß, da werde ich auf jeden Fall einen Jackpot gemacht haben. Die Leute kommen alle wieder und sagen, okay, hast recht gehabt, das ist eine ganz tolle Creme. Vielleicht ist sie für den einen oder anderen nicht reichhaltig genug, aber ich gehe ja immer von mir selber aus, weil ich so eine wahnsinnig trockene Haut habe, dass ich immer so 3 cm dicke Cremes brauche. Aber so ist eben nicht jeder und eben für die, die das nicht brauchen, ist diese Creme völlig ausreichend. Ja, da ist Yepoda. Ich glaube, ich habe eigentlich von Yepoda immer einen Code. Ich packe euch das unten rein. Manchmal habe ich auch noch so ein Set oder so. Vielleicht habe ich gefragt, ich kann ja auch mal nachfragen, ob ich nicht so ein Set habe, wo ich so euch all diese Sachen so ein bisschen mal zusammentue für einen Schnäppchenpreis. Ich frage mal an, kommen wir erstmal zum nächsten. Das nächste Produkt ist gar kein Skincare-Produkt, ne? Das ist, ich habe nur gestern auf meinen Nachttisch geguckt und habe gedacht, ja, das werde ich einfach mit reinnehmen. Weil seitdem ich das erste Mal benutzt habe, habe ich das nicht mehr aus der Hand gelegt. Es sind von NatureChem meine CBD-Melatonin-Gummibärchen. Und davon habe ich auch gleich 2 Stück, weil ich immer Angst habe, wenn mir irgendwas gefällt, dass sie das dann aus dem Programm nehmen. Wie mein Lip Liner von Dose of Colors, den es jetzt nicht mehr gibt. Schönen Dank auch. Egal. NatureChem hat mich wirklich beeindruckt. Ich habe mein ganzes Video nur über NatureChem gemacht. Und auch da sage ich immer wieder, vor allen Dingen hat meine Mutter davon profitiert, diese CBD-Öl der 40-prozentigen, die haben verschiedene Dosierung 10%, 20% und 40% und das nimmt sie für ihre Schmerzen, weil sie sonst keinen Schritt gehen kann. Hier haben wir auch Cannabinoid drin, also CBD, aber wir haben auch noch 3 andere wirkliche Powerhouses, wenn es um die Schlafqualität geht. Und nicht nur um das Einschlafen, sondern auch das Durchschlafen. Und zwar, wir haben einmal Ashwagandha und Ashwagandha ist ja auch die indische Schlafbeere. Und die sorgt nicht nur dafür, dass du eben gut ein- und durchschlafen kannst. Ashwagandha hat ein riesen Anwendungsspektrum, sag ich mal. Es ist angstlösend, krampflösend, es lindert deine Nervosität, es steigert aber auch deine Konzentration. Es gleicht im Prinzip auch so ein bisschen deine, ja, es gibt dir ein bisschen mehr Gelassenheit einfach, ne? Also du bist nicht mehr, das ist ja das, was ich vorhin sage, du bist nicht mehr so nervös, du gehst anders an diese Sachen ran. Für meine Tochter war das zum Beispiel ganz toll, was ihre Prüfungsängste betrifft. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das verschwunden ist, aber es hat sich jetzt nicht mehr um den Schlaf gebracht. Das Mädchen hat völlig fertig irgendwie im Bett gelegen und konnte nicht schlafen und ist nachts um 4 eingeschlafen und musste 2 Stunden später wieder aufstehen. Also die hat wirklich ganz dringend etwas gebraucht und irgendwie eine Freundin sagte so, ja, das ist so eine Form der Depression, dann braucht sie Antidepressiva. Also nee, sie hat nur noch nicht... Ihr Kopf hat nicht gelernt abzuschalten, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass, also egal, das nur nebenbei. Ashwagandha, 160 Milligramm ist hier drin. Wir haben noch
Melatonin, 1 Milligramm. Und das ist wiederum ein Hormon, was der Körper selber produziert. Es wird in der Epiphyse gebildet und das reguliert praktisch unseren Tag-Nacht-Rhythmus. Also das, was bei den Kindern so am Anfang irgendwie noch völlig außer Rand und Band ist, weil das eben noch nicht richtig reguliert ist. Das tut die Epiphyse und zusammen mit der Hypophyse, also die Hirnanhangdrüse, ist das praktisch unser Machtzentrum, unser Schaltzentrum für alle hormonellen Prozesse in unserem Körper. Das Gegenteil von Melatonin ist Cortisol. Das ist im Prinzip das, was ausgeschüttet wird, je mehr es sozusagen zum Tag hingeht. Und das Problem ist, wenn du einen zu hohen Cortisol-Level, also Stress-Level hast, man sagt Stresslevel, aber am Ende ist es ja das, was dich awake macht und was dich mental fit macht. Du willst es nur nicht abends um 23 Uhr haben. So. Also das Melatonin senkt im Prinzip das Cortisol-Level ein bisschen. Und all das zusammen, wir haben hier noch einen Grüntee-Extrakt darin, all das zusammen ist einfach wirklich, ich habe ja früher auch Schlaftabletten genommen, darauf kann ich komplett verzichten mittlerweile. Es gibt ja eine Gelassenheit den Tag über, es gibt mir die Möglichkeit einzuschlafen und vor allen Dingen war mein Problem das Durchschlafen. Ich bin, wenn ich einmal pinkeln gegangen bin, wieder ins Bett gegangen und dann lag ich eine Dreiviertelstunde wach. Ne? Und heute ist das so, dass ich manchmal morgens aufwache und mich frage, was ist eigentlich pinkeln in der Nacht? Und ich weiß es nicht mehr, weil ich so tief geschlafen habe, dass ich es einfach vergessen habe. Also das sind meine absoluten Lieblinge. Ich habe auch, weil ich ja gerade in Mexiko war, habe ich sie immer hier dabei. Packe ich sie mal rein, sind genau abgezählt. Dann für jeden Abend habe ich da meine Dosis. Ich liebe es. Kommen wir zum nächsten. Wisst ihr, was ich gestern übrigens gesehen habe? The Ordinary hat ein neues Produkt. Und zwar ist das The Retinal... ist das Retinal 0,2% Emulsion. Und das fand ich sehr interessant. Also Retinal ist im Prinzip, also wenn ihr euch diese Umwandlungsschritte, die Retinsäure vollziehen muss, bevor es sozusagen aktiv in eurer Haut wirkt, ist das ein Schritt nach Retinol und ein Schritt vor der letztendlichen Retinsäure. Und, oder Tretinoin, Retinsäure ist dann dasselbe, das ist im Prinzip mit 0,2%, das wird im Verhältnis 1 zu 10 gemessen, das heißt 0,2% Retinal ist 2% Retinol. Also es ist relativ hoch. Ich bin mal gespannt, wie das formuliert ist, weil normalerweise bekommst du ja frei verkäuflich, also Over-the-Counter-Produkte von Retinol, nicht mehr als 1%. Wenn das Äquivalent zu 2% ist, bin ich mal sehr gespannt. Ich habe es mir auf jeden Fall mal bestellt und werde euch berichten, wenn es da ist. Ansonsten guckt es euch gerne selber mal an. Ich habe hier unten, oder ich packe euch mal das... den Link unten rein. Oder vielleicht hat einer von euch das schon ausprobiert und kann mir mal Rückmeldung geben. Auf jeden Fall ein sehr interessantes neues Produkt. Kommen wir im Schnelldurchlauf, ne? Zu den Sachen, ohne die ich heute auch immer noch nicht leben kann. Ich weiß beim nächsten Produkt, dass es kein Schnäppchen ist. Und ich möchte mich entschuldigen. Nee, ihr fragt mich, was bei mir gewirkt hat. Ihr fragt mich nach meinen Erfahrungen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Ich hätte das nicht geglaubt. Am Anfang war ich wirklich skeptisch, aber ihr wisst ja, wenn ich committed bin, etwas auszuprobieren, dann ziehe ich das durch. Es ist dieser LED-Helm, ich weiß, er sieht bescheuert aus, ein bisschen so wie Darth Vader von Star Wars, aber das ist das, was mir wirklich geholfen hat. Ich gucke mal, ob ich noch das Foto finde. 3 Monate musst du das machen, ne? Minimum, bevor du irgendwas merkst. Ich habe hier... Ich muss mal gucken, ob ich euch das irgendwie noch... Oder hier. Ich habe hier wirklich ganz, ganz viel Haarausfall gehabt. Na, all das, was ihr hier so, diese Babyhaare, die ihr hier seht, das ist für euch vielleicht... Das ist nichts, ne? Aber da hatte ich nichts. Und ich sehe ja meine Mutter. Und wenn du dir deine Mutter oder deinen Vater ansiehst, dann siehst du ja, wohin die Reise mit dir gehen könnte. Also wo deine Gene sind. Und ich weiß, dass meine Mutter hier gerade so in dem Bereich unglaublichen Haarausfall auch hat, ne? Also das ist, da kannst du nichts machen. Beziehungsweise du kannst was machen, wenn er nämlich hormonell bedingt ist. Also Haarausfall hat ja viele verschiedene Ursachen. Stress, Wechseljahre, Genetik, aber auch Medikamente, die du nimmst. Und ich habe euch mal dazu ein Video gemacht. Ich muss euch das jetzt nicht nochmal in Gänze erklären, warum du Haarausfall und was DHT ist und was das Testosteron oder zu viel im Körper eben mit den Haaren macht oder mit dem Haarausfall macht. Aber es hat mir wirklich geholfen, ne? Und ich wusste eben nicht, was ist mein Lieblingsprodukt von denen? Ist es das oder ist es eben diese LED-Maske? Auch die hat bei mir sensationelle Ergebnisse. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, jeder, der diese LED oder überhaupt eine wirklich gute, hochwertige, es gibt noch eine andere Marke, wie heißt sie noch?
die komme ich nicht drauf, Omnia oder so. Die, glaube ich, basiert ehrlich gesagt auf demselben Prinzip wie die hier von Current Body. Ich mag die, weil die so eine ganz weiche Silikonform hat, weil du das eben aufladen kannst und dann überall mitnehmen kannst. Ehrlicherweise mache ich das immer, wenn ich vor dem iPad liege im Bett und das hier, der super hart denkt, der steht bei mir auf dem Schreibtisch und jeden Morgen ist es wirklich dasselbe. Ich habe meine Tabletten da liegen, ich komme mit meinem riesen Kaffee, ich setze mir sofort den Helm auf, mache den an, trinke meinen Kaffee und nehme alle meine Nahrungsergänzungsmittel, die ich nehmen muss. Und ich bin wirklich geflasht gewesen. Und ich weiß, dass einige Männer das auch benutzen. Unter anderem auch der Mann einer Freundin von mir, der nicht namentlich genannt werden möchte, weil ich ihn mal gefragt habe, oh, kannst du mir nicht mal Fotos vorher nachher zeigen? Weil man das, finde ich, bei Männern, die eher kurze Haare haben, noch signifikanter sieht. Wollte er mal leider nicht. Ich habe gesagt, ich kann auch dich so wegschneiden, aber egal. Das ist auf jeden Fall etwas, ohne das ich definitiv nicht mehr leben kann. Ich hoffe, dass ich dann diesen Haarausfall etwas verzögern kann, da das bei mir genetisch bedingt ist und das irgendwann dazu kommen wird wahrscheinlich, werde ich es nicht aufhalten können, aber ich werde es zumindest diesen Prozess herauszögern können und darüber freue ich mich. Das ist das und ansonsten mache ich das jetzt wirklich nochmal kurz im Schnelldurchlauf, all diese Produkte, ohne die ich nicht leben kann, das wisst ihr aber, Misha Bee Pollen Ampulla mit meinem Bienenpollenextrakt, was reich an Proteinen und Vitaminen und Mineralstoffe ist, wir haben Propolis hier drin, wir haben sogar Honig hier drin, das beste Serum der Welt, ich habe bisher noch kein besseres gesehen, alle anderen, die ich euch immer vorgestellt habe, sind auch gut und immer auf Platz 2, 3 oder sonst was, aber es ist und wird immer bei mir auf Platz 1 sein und letztens hat mir einer geschrieben, also deine Begeisterung für Bee-Pollen kann ich nicht teilen. Für mich ist das zu klebrig oder pelzig immer von meiner Haut. Da war ich fast ein bisschen persönlich beleidigt. Ehrlich gesagt ist es so, dass wenn Produkte auf deiner Haut nicht so performen, wie andere Leute das vielleicht erleben oder erfahren, kann es auch damit zusammenhängen, dass vielleicht du, ich weiß nicht, wie deine Pflege aussieht, beziehungsweise ob du deine Haut genug peelst und das muss ich sagen, habe ich in all meiner Recherche und all den Jahren, wo ich das hier schon mache, so oft erlebt, dass mir Frauen sagen, ach nee, Peeling mache ich eigentlich irgendwie nie. Und damit meine ich nicht dieses mechanische Peeling, es gibt ja Enzympeeling oder du hast Serien, wo ja, AHA oder BHA drin sind. Also es gibt ja tausend Möglichkeiten, deine Haut von diesen abgestorbenen Hautschüppchen zu befreien, aber du musst es machen. Wenn du es nicht machst, dann hast du eben das Problem, dass es auch Make-up oder so auf deiner Haut einfach nicht toll aussieht. Das ist nicht das ist nicht die Schuld der Foundation, sondern des nicht genug Peelens. Also das könnte vielleicht der Grund, aber vielleicht hat sie einfach wirklich nicht gefallen. Was ich, wie gesagt, persönlich genommen habe. Aber egal, das ist mein absoluter Liebling, mein Bee-Pollen. Auch völlig leer und auch nur aufbewahrt worden, um euch zu zeigen. Und davon habe ich noch 5 andere, obwohl ich glaube, das wird niemals ausverkauft werden, weil ich habe letztens noch auf YesStyle gesehen, als ich mir wieder 2 besorgt habe, dass das, weiß nicht, 8000 Sterne hat. Also da bin ich nun wirklich nicht die Einzige. Das ist von Hada Labo, Gushuyu Premium Lotion. Sie sagen immer wieder, das ist eine Lotion, das finde ich irreführend. Ich benutze es als Toner mit 8 verschiedenen Hyaluronsäuren, also von hoch bis nieder bis mittelmolekular. Es gibt dir den Feuchtigkeitskick, den du brauchst. Auch das immer bitte auf feuchte Haut anwenden. Es kurbelt die Kollagenproduktion an und es zieht aber auch unglaublich schnell in die Haut ein und hinterlässt sie ebenso mit einem schönen, ja, aufgepolsterten Gefühl. Ganz, ganz toll. Ein Neuzugang, den ich aber nicht weniger genial finde und schon wieder alle ist von Senka Perfect Whip Beauty Foam. Senka gehört zu Shiseido. Shiseido hat ganz viele Untermarken in Japan. Das ist so dieses Drogerieprodukt, sag ich mal. Hier möchte ich aber nochmal, weil ich das die letzten Male nicht mit an die Hand gegeben habe, ihr braucht ganz, ganz wenig. Also wenn ich sage erbsengroß, ist das ernst gemeint. Das habe ich Sam gestern Abend auch nochmal gesagt. Ich habe gesagt, warum ist das schon wieder alle? Das kann nicht sein, das haben wir erst vor, weiß nicht, 3 Wochen aufgemacht. Wenn du nur so wenig nimmst, wie du sollst, dann hält das eigentlich auch lange. Ganz toller Reinigungsschaum, wirklich Reinigungsschaum. Aber es wird ein Schaum am Ende, ne? Also wie gesagt, ihr nehmt nur diese erbsengroße Portion und dann schäumt euch das wirklich das ganze Gesicht ein. Aber auch das ist etwas, was deine Haut nicht austrocknet, was dir restlos alles entfernt. Wirklich von Make-up über Teig, über die Haut ist einfach quietschsauber. Kennt ihr dieses quietschsauber, das richtige Wort? Aber ihr wisst, was ich meine. Wenn die Haut so
fast so ein bisschen, ja, quietschen könnte, wenn ihr darüber geht. Ganz toll, aber eben ohne sie auszutrocknen. Ja, und nimmt mittlerweile meine ganze Familie, wenn das CeraVe von Sunny, was ich für seine Akne benutze, alle ist, dann sage ich ihm immer, nimm das, weil ich weiß, dass das eben auch für ganz empfindliche Haut ganz toll geeignet ist. Das ist auch sensationell. Ja, und dann habe ich noch meine beiden, ja, meine drei, also dazu muss ich auch nicht mehr viel sagen. Davon habe ich mir 8 Stück geholt. Das ist von Hada Labo, die Augencreme aus derselben Serie, aus der Gucci You Premium Serie. Ich liebe es. Wir haben von Innisfree, das gibt es jetzt, habe ich noch letztens gesagt, in der neuen Verpackung, die Jeju Orchid Eye Cream. Auch eine sensationelle Augencreme. Das sind weiterhin meine Lieblinge, obwohl ich ja jetzt von Innisfree noch eine andere habe, die auch wirklich toll ist. Die habe ich jetzt gerade rausgefunden. Aber das ist und bleibt meine Favorites und eine Anti-Aging-Cream. Und das ist immer ein bisschen schwer, habe ich anfangs ja gesagt. Ich nehme gerne richtig was mit Umfahrt. Und da musst du wirklich sehen, dass du das eine Stunde, bevor du ins Bett machst, aufträgst. Das ist von Curel aus der Anti-Aging-Serie, die Moisture Facial Cream. Es ist parfümfrei, es ist hypoallergen, es verstopft aber nicht die Poren. Also was du ja häufig hast bei so Cremes, die sehr, sehr reichhaltig ist, hast du das Gefühl, ja, dass es dir die Poren verstopft, das tut es nicht. Es ist basiert auf Ceramiden und Hyaluron, sehr, sehr feuchtigkeitsspendend, sehr aufpolstert, also das ist das, wo ich am nächsten Morgen wirklich einfach frisch und ja nicht ausgetrocknet, bei mir zieht über Nacht praktisch fast alles ein, aber das ist das, was ich nehme, wenn ich wirklich sicher sein will oder am nächsten Tag drehe, dass ich frisch und faltenfrei und die kleinen Linien und Fältchen und so weiter nicht sichtbar sind, weil sie so mit Feuchtigkeit so schön aufgepolstert sind. Ja, das war's, Leute. Ach so, nee, warte mal. Und das mache ich einfach mal so, ne? Die absolut bis heute beste Body Lotion der Welt ist von Curel. Also die Ultra Healing Intensive Lotion for Extra Dry and Extra Tight Skin. Und jeder von euch, der sie benutzt hat, nachdem ich das empfohlen habe, hat mir dieselbe Rückmeldung gegeben. Ich höre gerade selber, dass ich das zum dritten Mal gesagt habe. Aber ich habe natürlich auch versucht, wirklich Sachen reinzunehmen, die nicht nur mich begeistern, sondern auch ganz viele andere. Und diese Curel Body Lotion ist für trockene Haut, für die Winterhaut, für Leute, die viel draußen arbeiten, wo die Haut wirklich so rau und angegriffen ist, sensationell. Oder auch nur für bestimmte Bodyparts, ne? Wenn ihr das nur, weiß nicht, für die Schienbeine, wo viele ja sehr trockene Haut haben, benutzen möchtet, dann ist es auf jeden Fall geeignet. Ich liebe sie. Freunde, das war's. Ich habe versucht, mich zu beeilen, weil im letzten Video habe ich da gesessen, habe gedacht, ist das nicht dein Ernst, Mina? Du bist bei 52 Minuten. Ich habe dann was ging irgendwie rausgeschnitten, weil ich gesagt habe, komm, 20 Minuten müssen da weg, ne? Also es geht nicht. So, anyways, das war's. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Der Frühling ist da, die Zeit wurde wieder umgestellt. Für mich geht das Jahr jetzt wieder erst richtig los. Ich blühe ja auf, wenn irgendwie die Sonne scheint. Und ja, ich schnapp mir jetzt meine Kinder und gehe jetzt erstmal rausspazieren. Also, fühlt euch geküsst und umarmt und ganz doll gedrückt. Und ich freue mich immer, wenn ihr da seid oder da gewesen seid und wenn ihr wiederkommt nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.